Willkommen zurück zu Pokémon Scarlet bzw. Karmesin. Wir sind hier in Montanata, ein bisschen weiter nach oben, denn hier vorne ist ein Feenteam-Orden, den wir uns schnappen können, bei Team Stars. Ja, die wollen wir hier auslöschen, denn dann können wir zumindest schon mal dieses ganze Schneegebiet abschließen. Und aus irgendeinem Grund kann ich mich hierhin teleportieren, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob wir hier wirklich schon mal waren, weil ich kann mich... Aber ehrlich gesagt, nicht wirklich daran erinnern, dass wir hier schon mal waren. Ich gucke mich hier mal nochmal oben um, bevor wir nach unten reisen. Das hat nicht getroffen, aber okay. Ich glaube irgendwie, wir waren hier noch nicht. Aber anscheinend waren wir laut dem Spiel nah genug, dass das hier noch als Teleportationspunkt zählt, schätze ich. Hier wächst auch schon der Ort. Okay, dann gehen wir ein bisschen schwimmen. Hui. Bin ein bisschen stuck. Hä? Was passiert? Ich wurde raus teleportiert. Wunderbar. Wunderbares Spiel. Wunderbares Konzept. Okay. Na gut, laut dem Spiel waren wir schon mal. Dann latschen wir hier ein bisschen herum. Gucken uns hier die Pokémon an, die hier gegen die Wand laufen. Die Entorons. Aquana. Nur riesige Horde an Bammelin. Vielleicht ist es aber auch nur bei mir. Manchmal gibt es ja so, sieht man ja auf der Karte manchmal so Pokémon-Icons. Wie zum Beispiel, da kommen wir auf die Stelle irgendwo. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es manchmal so Pokémon-Icons, da zeigt das an, wo viele einer bestimmten Art von Pokémon sich antreffen. Ja. Wir haben jetzt alle Orden, deshalb versuchen wir jetzt die letzten drei Punkte noch zu machen. Michael, Operation Stardust scheint ja gut zu laufen. Es sind nur noch zwei Bosse übrig. Dank dieser Aktion ist mir einiges klar geworden. Ich bin wirklich froh, beigetreten zu sein. Ach, was soll ich noch fragen? Was hältst du eigentlich von Cassiopeia? Sie ist mir suspekt. Verstehe. Ich glaube nicht, dass Cassiopeia Team Star wirklich hasst. Aber warum dann Operation Stardust? Nun ja, so langsam muss ich mal wieder Schmiere stehen. Sag Bescheid, wenn du das Versteck in Angriff nimmst. Ja, eigentlich so schnell wie möglich, würde ich sagen. Ich bin ready. Aber sowas von. Wo muss ich denn dafür lang? Ach, hier ist das. Hier ist das. Und was wäre denn hier? Hier ist noch was anderes. Schau dir das an. Versteck der Ruckbart-Bande. Ruckbart. Herr Ruckbart. Das ist ein lustiges Wort. Ruckbart. Okay. Das sieht aber echt cool aus hier, dieser Ort. Generell sieht irgendwie ganz cool aus. Ist auch so ein bisschen abgegrenzt gefühlt. Oh, du bist ein Felinara. Hier gibt es auch ein paar Trainer. Aber wir müssen jetzt auch nicht... Viele Pokémon. Wir müssen jetzt aber auch nicht unbedingt jeden einzelnen Trainer machen. Ich denke, wir sind so wie wir gerade sind. Moment. Mal den Knopf. So wie wir gerade sind, sind wir, glaube ich, einigermaßen gut gelevelt. Die werden da wahrscheinlich... Ja, geraten so Level 50 sein. Oder so. Was sind wir denn hier? Ah, ein Flurges. Ne, ein Floette. Flurges ist Weiterentwicklung. Ja, wie auch immer. Wollen wir nicht lange um den heißen Brei rumreden? Fangen wir einfach sofort an. Ich werde rechtzeitig zum Klavierunterricht des jungen Herrn zurück sein. Richte bis dahin bitte meine Grüße an ihn aus. Alles klar, Senior Harrington. Oh, bist du eine Freundin des jungen Herrn? Keine Ahnung. Ach, schau an. Du scheinst ja gar nicht zu wissen, dass dies das Versteck der Ruckbart-Bande ist. Hierbei handelt es sich um die vom jungen Herrn Otis angeführten Feenmitglieder von Team Star. Ey, ich glaube, dass wir diese Information einfach so preisgeben sollten. Also, dass wir es nicht preisgeben sollten. Oh, natürlich, ja. Ich bitte um Verzeihung. Weißt du vielleicht, wer unser Gast hier ist? Vermutlich ein Feind von uns, Oh, verstehe. Du bist dem jungen Herrn also feindlich gesinnt. Kann sein, keine Ahnung. Verstehe, wenn das so ist. Hä? Würdest du mir die Ehre eines kurzen Kampfes erweisen? Okay. Wundervoll, dann lass uns beginnen. Was ist das denn jetzt auf einmal, der Harrington? Who are you? Pelzebub. Dass du das noch nicht entwickelt hast? Schon traurig, Kumpel.
Aber gut, du hast auch nur zwei Pokémon. Was soll ich da schon groß erwarten? Aber ich muss sagen, wir haben das ganze Spiel bisher noch keinen einzigen Trainer gesehen, wo 5 Pokémon hat. Geschweige denn 6. Das ist traurig. Weil ich mal so gesagt habe. Einfach nur so. Wollte ich einfach nur mal so gesagt haben. Und keine Sorge, ich werde, bevor wir in die Pokémon-Liga reisen, auf jeden Fall nochmal mein Moveset umändern. Falls ich das denn ändern möchte. Aber ich werde es mir auf jeden Fall nochmal anschauen, zusammen mit den Items. Jetzt gerade bin ich so ziemlich faul. Allgemein so Sachen, die mir noch entgangen sind, zum Beispiel wie denn Picknick funktioniert, das werde ich euch irgendwann in den späteren Folgen nochmal zeigen. Jetzt gerade möchte ich mich erstmal auf die ganzen Punkte konzentrieren und dann gucke ich mir nochmal die ganzen Kleinigkeiten an, die ich, wie gesagt, wo ich, wie gesagt, noch nicht so wirklich drauf eingegangen bin, so gut. Genau. So. Was hast du noch so für ein Poki? Jo, diese Legs. Damn! Was stand da? Ich hab's nicht gelesen. Na egal, was auch immer es sein wird. Delphi-Man! Wird das schon richtig sein? Ich meine, das ist Delphi-Man! Das muss richtig sein hier. Yeah. Was war's? Achso, Brimano. Ich hab Brillington oder sowas gelesen. Also den Namen von ihm und dann das Pokémon. Hab ich irgendwas gelesen? Ja, keine Ahnung. Muss nicht erklären. Bin komisch. Aber das wisst ihr doch. Dafür seid ihr doch hier. Drop the ball. Genau. Okay, also Brimano. Machst nicht so viel Damage, dass ich mal entwickeln. Dann wäre es bestimmt effektiver. Yeah. Sieh mal einer an. Was gibt's denn hier anzusehen? Hervorragend, wirklich ganz ausgezeichnet. Du solltest ja doch wissen, dass die Fertigkeiten des jungen Herrn Otis die meinen bei weitem übertreffen. Handle da mit Vorsicht. Wenn man mich jetzt entschuldigen würde, hasta la vista. Bye. Dieser Gentleman war mal der Direktor der Akademie, glaube ich zumindest. Und jetzt gibt er dem Boss Nachhilfe oder so. Keine Ahnung, jedenfalls kommt er manchmal her, um den Boss zum Unterricht abzuholen. Ja. Moment, warum jetzt sicher ist eigentlich überhaupt? Dass du nichts Gutes im Schilde für steht ja nun fest. Ich sollte nichts fix die anderen warm gehen. Hast du noch, wie ist das? Okay. Ciao. Ring, ring. Da scheint die Wache losgeworden zu sein. Gut. Ja. Das ist das Versteck der Ruckbart-Bande, die aus den Fehlmitgliedern von Team Star besteht. Der Boss Otis ist Team Star-Mechaniker. Er mag der jüngste der Bosse sein, aber er hat es ganz schön in sich. Du solltest ihn keinesfalls unterschätzen. Außerdem ist er eher der herrische Typ, der anderen aus dem Hintergrund Befehle erteilt, ohne sich selbst aktiv am Kampf zu beteiligen. Allerdings neigt er dazu, sich schnell aufzuregen. Sobald er wütend genug ist, wird er sich sicher zeigen, um dich eigenhändig zu beseitigen. Vorerst bleibt dir nichts anderes übrig, als seine ganzen Rüppel zu besiegen. Halt im Anschluss den hartnäckig stand, bis Otis auftaucht, okay? Es ist Zeit, der Ruckbart-Bande ein Ende zu setzen. Läute die Klingel, wenn du ready bist. Okay. Eine lustige Sache, bevor wir anfangen. Ich muss erstmal meine Pokémon heilen gehen. Mache ich das mal ganz schnell, bevor ich etwas Lustiges erzähle. Denn meine Pokémon, die haben es dringend nötig. Hallöchen, Hobbyboss. Bist du schon gespannt, was für lustige Sachen ich erzählen werde? Ich hoffe doch, der 43 Hobbyboss. Entwickel dich, genauso wie das Ding da vorne. Genau. Ihr seid bestimmt gespannt, was ich euch erzählen möchte. Oder es juckt euch überhaupt nicht. Ist auch in Ordnung. Ist wahrscheinlich für die meisten sowieso nicht wirklich funny. Ich find's aber lustig. Ich wollte es zumindest mal erwähnt haben. Und zwar sieht man ja hier das Icon von dem Dude. Warte. Genau, hier. Und als ich ihn das allererste Mal gesehen habe, musste ich irgendwie total an so einen K-Pop-Sänger denken oder so. Ich kenne mich nicht mit K-Pop aus, ist überhaupt nicht meins. Aber der sah für mich vor allem mit dem Hairstyle, dem Blick, irgendwie total aus, als wäre er so ein K-Pop-Star.
Und das ist das einzige, woran ich denken muss, wenn ich den sehe. Das Icon bestärkt das. Achtung, Achtung, Icon von der Prinzessin Salas wurde gesichtet. Alle Mann auf Plätze. 30 Pokémon wird's besiegen. Yo, let's go. Das gleiche super boring, langweilige Minigame, was wir schon zu oft gemacht haben, wird nun ein weiteres Mal gemacht. Wuhu, yeah. Viel Spaß, das zu tun. Aber zumindest ist die Musik ganz cool, I guess. Lustiger wäre es, als wenn das so eine Kälbermusik wäre. Na, okay, komm. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch, wo so denkt. Ja, kein Hate, aber ich glaube, ich hatte null für K-Pop. Ich musste gerade nur irgendwie random dran denken. Lassen wir das. Das war gerade ganz unangenehm. So, aber ihr wisst ja, meine Meinung zu diesem Minigame ist halt ziemlich boring. Es ist immer das Gleiche. Es wird nie schwerer. Es ist immer 1:1 das Gleiche. Und ich bin gespannt, wie schwer jetzt dieser Otis sein wird. Ja, weil die letzten paar, es wurde immer schwerer und schwerer und schwerer für mich so. Ich habe ein bisschen Angst, dass es jetzt extrem schwer für mich wird. Deshalb habe ich es auch so vorgeschoben. Zum einen wegen meinem Plan, aber zum anderen auch, weil ich ein bisschen Angst habe vor den Teamstar-Mitgliedern. Weil die sind schon ziemlich, ziemlich strong, müsst ihr wissen. Und hier ist die ganze Bamon-Reihe. Alle auf einem Haufen. Werden aber leider nicht mehr zerstört. Ja, wir sind schon durch. Unser Schutzwall ist gebrochen, jetzt muss der Boss auf den Plan treten. Da kommt er! Mit dem schönen pinken Wagen. Seid ihr bereit, Mädels? Aber ich mag das Auto. Auch weil es pink ist, aber auch. Oh, dies. Ich mag seinen Stab, der sieht cool aus. Warum er da immer so ein cooles Muster drauf ist. Du bist also Maike. Ehrlich gesagt bin ich etwas enttäuscht. Ich hatte jemanden Bedrohlicheres erwartet. Aber egal, bedrohlich oder nicht, ich werde eh nicht verlieren. Es wird Zeit, dass du die weniger liebliche Seite des Feentyps kennenlernst. Let's go. Es geht sofort los. Gegen Otis. Muss sagen, jetzt wo ich ihn vor Ort sehe, sieht er schon viel cooler aus als auf dem Icon. Da war er mir ein bisschen so eine Witznummer. Vor allem auch in den Cutscenes, die man zwischendurch gesehen hat. Hier? Hat er Style? Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du heulen nach Hause rennen. Ich mag den vom Style her. Jetzt mag ich ihn mehr. Aber Level 50 Pokémon. Ne? Aber warum schickt er denn einen Azumarill? Das ist doch pures Wasser-Pokémon, oder bin ich dumm? Also soweit ich weiß, ist Azumarill Wasser. Und da können wir stehen bleiben. Kein Feen-Pokémon. Okay, gut, es kann Feen attacken. Aber es ist kein Feen-Pokémon, oder? Bin ich dumm? Ach, ey, ist dir gerade klar geworden, wie viel stärker ich bin? Noch kannst du aufgeben. Echt? Nein, das ist so dumm. Ich habe ja irgendwann mal erwähnt, dass ich es cool finde, dass man von den Trainerkämpfen flüchten kann, weil man spricht ja auch mit denen an. Also man spricht die Trainer auch alle an, ne? Die sehen einen anscheinend nicht, die sind komplett blind. Musst du ansprechen, damit du kämpfst. Kannst aber auch gleichzeitig wieder fliehen, wenn du möchtest. Das finde ich cool. Warum das hier nicht geht, verstehe ich nicht. Ich finde, das hätten die auch machen können. So ein Aufgebe-Button. Und ich habe wieder weggedrückt. Aber Knuddeluff ist definitiv ein Feen-Pokémon. Und Junge, Knuddeluff sieht hier echt gut aus in dem Spiel. Jetzt mal ohne Witz. Vor allem, wie die Augen so leuchten. Ich mag das. Also ehrlich, ich finde die Pokémon in dieser Gen sehen vom grafischen her top aus. Wenn die Grafik jetzt keine Gamecube-Grafik wäre oder Wii-Grafik, sondern so wirklich Switch-Grafik, die man so bei Pokémon Snap zum Beispiel sehen würde. Ja, okay, gut, dann würde das Spiel aber bei 5 FPS laufen. Okay, das kann man nicht erwarten. Ja, gut.
So, Betty Boy macht einen sehr guten Job, muss ich sagen. Jetzt nicht wegdrücken. Backel. Tüpfee. I think. Ich will mal Eiskreise ausprobieren tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das cool ist dagegen, aber ich mach's trotzdem mal. Backel. Wow, wow. Erstmal, dass wir eins im Kampf sehen. Sonst sehen wir es ja nur auf der Overworld oder auf Bildern oder wenn ich es erwähnt habe. Okay, das macht keinen Damage. Na gut, ich wollte es ausprobiert haben. Schade. Ja. Das habe ich zwar irgendwann mal von ein paar Parts erwähnt, ich werde es aber nochmal erwähnen. Und zwar dieses Knattertox, dieses Auto. Ich dachte immer, es ist Typ Stahlgift. Und da liege ich auch richtig, es ist Typ Stahlgift. Aber das Automobil-Knattertox ist immer einen anderen Typen. Das hier zum Beispiel. What? What? Spackel kann nicht von Feuerattacken getroffen werden. What the sh- Das wusste ich nicht. Okay, sofort weg hier. Sofort weg hier. What? Okay, Backel ist mir jetzt schon sehr viel sympathischer geworden. Das ist eine mega geile Fähigkeit. Ich glaube, was ich sagen wollte. Jedes Automobil hat einen anderen Typen. Und das hier wird den Typ Fee haben. Ich weiß noch nicht, welchen Typen, also Stahl oder Gift, jetzt entfernt wird dafür. Oder ob es jetzt drei Typen hat oder sowas. Keine Ahnung. Ich weiß nur, es hat jetzt auf jeden Fall den Typen Fee. Weil es das Fee-Auto ist. Danke an Max, dass er das was erzählt hat, denn das wusste ich nicht. Das hat er herausgefunden. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob das stimmt. Ich gehe einfach davon aus, dass es stimmt. Und ja, jetzt kann mal jeder hier kämpfen aus meinem Team, weil der Kampf dauert, wird ziemlich lang dauern. Wahrscheinlich die ganze Folge, dieser Kampf. Ist meine Prediction. Yeah, yeah. Da, 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 da. Jetzt fehlen noch überall so die Pastellfarben. Irgendwie das Auto ist ja so. Bisschen Pastell, das ist so ein bisschen. In dem Shader ist es halt dunkel, ne? Ich mach mal Schlammburge. Und das Ding spammt jetzt die ganzen blöden, nervigen Attacken. Dann spamm ich jetzt auch. Bam, zack, tot, bist du. Oh, oh, oh. Genau. Da kommt jetzt das Automobil. Vor das ich immer Angst habe. Hey, ist aber was faul. Warum bin ich derjenige, der in die Ecke gedrängt wird? Nebelerzeuger. Okay, meine Prediction ist Stahlfee. Und nicht Giftfee. Weil ich glaube, Stahl ist ein erster Typ. Das Ding ist ja mehr ein Stahl-Pokémon als ein Gift-Pokémon. Es hat halt Giftrohre, aber. Das Ding selber ist auch Stahl. Und da denkt das Spiel genauso. Das ist wunderbar. Das ist, macht der Attacke kein Damage. Deshalb stimmt das auch eigentlich. Kontrollstrahl ist nur sehr nervig. Plus, ich mache nicht so viel Damage, weil das Ding ist aber 50. Mein Team ist aber 45 oder so. Also ich bin ein bisschen hinter. Und das merkt man, glaube ich, auch. Aber das Ding hat keine Fähigkeit, wo es nicht von Feuerattacken getroffen wird. Und ja, ich sag's mal so vor. Oh. So, wegen Fee. Wegen Fee ist das nicht mehr so effektiv. Ja gut, dann muss ich eigentlich Schlammwoge spammen, bis es funktioniert. Ja. Actually schon. Bow, 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 bow. Na gut, aber das könnte jetzt auch sein, dass Super sich jetzt einfach. Oh ne. Aber Super ist trotzdem kurz vom Death. Ich würde nochmal riskieren, weil ich nicht geguckt habe, wie viel Damage das Ding macht, leider. Habe ich nicht drauf geachtet. Aber ich würde nochmal damagen und dann vielleicht noch zu irgendwen rauswitchen. Oder heilen. Oder heilen. Okay, das ist gut, das ist gut. Bist du noch verwirrt? Wenn ja. Okay, gut. Nicht mehr verwirrt. Bam. So, die Hälfte ist down. Ja, Super ist eigentlich das perfekte Pokémon für, also, ne, Zulord, wie es auf Deutsch heißt. Das ist das perfekte Pokémon eigentlich hier.
für dieses Auto. Muss man halt ein bisschen mehr leveln, als ich es getan habe, aber generell, ja, not bad, pretty good. So, jetzt heil ich. Dann greif nochmal dreimal an oder so, je nachdem, ob es funktioniert. Und dann sollten wir den Kampf eigentlich gewonnen haben. Zaubertempo. Hab ich noch nie gesehen, die Attacke. Scheint wohl eine neue Attacke zu sein. Oder ich bin einfach dumm. Das ist definitiv auch eine Möglichkeit. Ach, schau mal, ich war im Menü, aber er hat nicht gemerkt, dass ich beim Kampf da unten die Attacke ausgewählt habe. Ach, sowas. Sieh mal einer an. Das ist irgendwie gefühlt 50-50 bei dem Spiel. Sehr seltsam. Bitte greif dich nicht selbst an. Bitte spuk dich nicht selbst an. Boah. Nee, wisst ihr was? Ich greife es trotzdem nochmal an. Ich drücke es nochmal A. Ich sperre es nochmal A, bis es angreift, ja? Nicht mehr verwirrt. Hi. Ja. Okay, du machst ein bisschen wenig Damage. Und die ganze Zeit gegenheilen ist ein bisschen nervig. Ich glaube, dann nehme ich lieber mein allerliebstes Dolphin-Man! Halte durch. Yeah! Wenn das Ding ein Shiny wäre, ne? Hat einmal dieses Glitzern, dann nochmal ein Glitzer. Einfach so doppelt. Ist bestimmt nervig, die ganze diese Animation dann zu sehen, wie es glitzert und dann nochmal glitzert. Aber irgendwie auch lustig drüber nachzudenken. Ja, ist so viel, wie ich erwartet habe. Ist auf jeden Fall so viel, wie ich erwartet habe. Das ist fein, das ist in Ordnung. Ja, doch, diesen Typ ist eigentlich unsere stärkste Attacke im Moment. Ja, das ist so ein kleiner Nerf. Weil Delfinator in der Heldenform ist sowieso schon einer der besten Pokémon dieser Gen, soweit ich weiß. Und da kann er nerven, dass wir keine krassen Attacken haben. Halt, wir haben schon gute Attacken, aber nichts extrem Heftiges, denke ich. Vielleicht lüge ich auch, ich denke aber nicht. Und ja, das war der Kampf. Unser Team ist mittlerweile so stark, dass ich da keinen Zweifel haben muss, ob wir es überhaupt schaffen oder nicht. Natürlich schaffen wir es. Tja, sollst du wieder zurückgehen, K-Pop-Musik machen. Oh, I'm sorry. Was? Wie kann ich nur verlieren? Warum? Warum nur? Na. Tja, ein Jahr und einige Monate zuvor. Ah, warum? Dein Spielzeugauto hat sich keinen Millimeter bewegt. Es heißt Starmobil und es ist kein Spielzeugauto. Ich habe die ganze Nacht lang daran gearbeitet, ey. Dem Teil fehlt es eindeutig noch an Energie. Es ist einfach zu schwer, um von nur zwei Knabern bewegt zu werden. Schade, die Fieslinge in der Akademie hätten echt dumm aus der Wäsche geguckt, wenn wir es zum Laufen gekriegt hätten. Sorry, Leute. Hat einfach Nein gesagt. Es besteht kein Anlass, entmutigt zu sein. Solch eine imposante Vorrichtung eigenhändig herzustellen, ihr seid wahrlich ein Genie, Otis. Tja, was bringt das, wenn es nicht funktioniert? Ich hätte einfach meine Mutter bitten sollen, um ein Auto zu kaufen. Also, wenn du so sowas sagst, wundert es mich nicht, dass manche dich nicht für voll nehmen. Hä? Krieg dich ab, Irsa. Nein, tue ich nicht. Bei der Gründung des Teams haben wir uns geschworen, nicht mehr auf unsere Eltern oder Geld angewiesen zu sein. Das steht auch im Kodex. Wenn das Teil nicht funktioniert, muss es eben reparieren. Wenn es mehr Energie benötigt, dann sorg für mehr Energie. Hol einfach nur 10 Rottams oder so. So einfach ist das. Die mögen das sowieso da drin zu stecken. Aber wie? Wir können ein Knabon trainieren. Ein paar Knabon trainieren, sodass sie sich entwickeln. Und dann verwenden wir ihre gesteigerte Feuerkraft in das Starmobil. Aber das ist doch so aufwendig, ein einziges allein schon zu entwickeln. Die Zeit bis zur Operation Star ist jedoch knapp bemessen auch noch. Wird es rechtzeitig gelingen? Klar krieg ich das hin. Ja, seht da! Ihr seid manchmal eine große Klappe, aber sie meintest du gut. Ich weiß. Also ein Mist. So ein Mist! Diese Niederlage ist sehr bitter für mich. Aber ich muss zugeben, dass du es echt drauf hast. Wer verliert, muss den Posten als Boss abtreten. Das besagt der Kodex. Alles andere wäre ein Verrat am Team. Mir bleibt ja keine andere Wahl. Hier, nimm schon. Ich hoffe, du weißt, was für eine Ehre das ist.
Ich meine, ich mag seinen Drip. Mit seinem smoking englischen Outfit. Aber ich weiß nicht, Kopfbereich, weiß ich nicht. Wenn du mich schon ausnimmst, kannst du auch gleich noch meine Lieblingsterm haben. Zauberschein, das ist eine gute Attacke auf jeden Fall. Hat dir mal jemand gesagt, wie nervig du bist? Wirklich krass, krass nervig! Ich weiß. Aber auch krass stark, das muss ich zugeben. Selbst mein Starmobil hast du total demoliert. Junger Herr. Senior Harrington, sind Sie hier, um mich von meiner Klavierstunde abzuholen? Ich bin gerade als Boss zurückgetreten, da kann ich jetzt wohl nach Hause gehen. Nein, ich bin mit einem anderen Anliegen hier. Ich würde Ihnen gern jemanden vorstellen. Es handelt sich dabei um einen Bekannten von mir. Hi, ich bin Label. Okay, und warum bist du hier? Chill, Alter. Ich hatte gehofft, du könntest mir eine Frage beantworten. Was hat dich als Sohn einer reichen Familie und Erben eines großen Modeimperiums dazu bewogen, in Team Star beizutreten? Wow, aus alterem Himmel wäre ich so eine Frage. Du hast echt keine Manieren, was? Ich bin aus genau dem gleichen Grund im Team wie die anderen auch. Ich wurde gemobbt. Also gab es tatsächlich ein Mobbingproblem in der Schule? Dass man davon nichts weiß, wundert mich kein Stück. Heutzutage herrscht an der Akademie ja auch Friede, Freude, Eierkuchen. Die Mobber von damals gehen nicht mal mehr auf die Akademie. Hä? Dann wieso gehen die dann nicht wieder zurück zu der Akademie? Hä? Nee, stattdessen müssen wir erstmal deren Autos kaputt machen, demolieren. Erst dann haben sie nichts anderes mehr zu tun, als in die Akademie zu gehen. Okay. Wie ist das denn passiert? Als ehemaliger Direktor der Akademie bin ich in der Lage, diese Frage zu beantworten. Senior Harrington. Vor etwa 1,5 Jahren lehnte sich Team Star gegen die Schüler auf, von denen sie gemobbt wurden. Die Sache ging zwar glimpflich aus, bildet aber dennoch ein beispielloses Kapitel in der Geschichte der Akademie. Der Vorfall führte dazu, dass die für das Mobbing verantwortlichen Schüler einer nach dem anderen die Akademie verließen. Aber darüber gibt es in der Akademie keine Aufzeichnungen. Nein, der damalige stellvertretende Direktor sorgte dafür, dass jegliche Unterlagen bezüglich des Vorfalls vernichtet wurden. Er hat die Unterlagen gewichtet, aber warum? Als ich damals überlegte, wie ich mit Team Star verfahren soll, kam jemand aus der Schülerschaft auf mich zu. Diese Person, deren Identität ich anonym halten werde, wollte die volle Verantwortung für die Handlungen des Teams übernehmen. Wer war's wohl da? Im Gegenzug sollte ich die anderen Mitglieder von Team Star von jeglicher Schuld freisprechen. Was? Das höre ich zum ersten Mal! Ich willigte ein und verzichtete darauf, Maßnahmen gegen Team Star zu ergreifen. Besagte Person verpflichtete ich derweil dazu, 1,5 Jahre im Ausland zur Schule zu gehen. Was? 1,5 Jahre im Ausland? Das sollte keine Strafe sein, musst du wissen. Ich war mir bewusst, dass es sich bei Team Star letztendlich um Opfer von Mobbing handelte. Ich wollte dieser Person eine Auszeit gönnen, fernab von dem, was hier passiert ist. Deshalb habe ich sie unter dem Vorwand eines Schuljahres im Ausland zurück in die Heimat in der Galar-Region geschickt. In der Galar-Region? Jenner, Schwertschild, okay. Der damalige stellvertretende Direktor hat aber die Aufzeichnungen zu dem Vorfall vom Server gelöscht. Damit wollte er sich für seine Verantwortung entziehen. Er hat die Sache vertuscht? Das ist empörend! Aber als das ans Licht kam, wurde er natürlich angemessen bestraft. Allerdings sind die anderen Lehrer und ich nicht schuldig. Schließlich haben wir es versäumt, diesen Skandal zu unterbinden. Ich übernahm dafür die Verantwortung, indem ich von meinem Amt als Direktor zurücktrat. Letztendlich schloss ich mir die gesamte damalige Lehrerschaft an und kündigte. Deshalb wurden die Lehrer vor 1,5 Jahren also komplett ausgetauscht. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich aufrichtig für all den Ärger zu entschuldigen, den ich in der Akademie bereitet habe. Und wieso erzählen Sie uns das ausgerechnet jetzt in Ihrem Leben? Junger Herr, Team Star kann nicht wie bisher weitermachen. Ich wollte Ihnen eine Gelegenheit bieten, dies einzusehen. Ich kann doch nicht meine Freunde verraten und einfach so wieder, ohne sie wieder zur Akademie gehen. Ja doch, ich habe dich jetzt besiegt. Du musst jetzt zur Akademie gehen. So ist die Regel. Deine Kameraden von Team Star bedeuten dir sehr viel, nicht wahr? Ist das nicht offensichtlich? Sie sind mein allergrößter Schatz. Oh. Damit fehlt nur noch ein einziges Team Star Versteck. Bring, ring.
Michael, Otis hat dir seinen Teamwagen gegeben und damit seinen Boss-Status abgelegt, oder? Ja, ja, das kennen wir schon. Otis. Naja, das ist alles das exakt gleiche. Er meinte, dass es ein Freund sei. Kennt ihr euch schon lange? Ja, ziemlich. Er ist in jedem Fall ein guter Freund. Erinnert mich fast an die anderen früher. Früher? Wie du bereits weißt, hat sich Team Star aus Schülern gebildet, die in der Academy gemobbt wurden. Kurz nach der Gründung von Team Star haben die Bosse ihre Peiniger konfrontiert. Team Star ging als strahlender Sieger hervor, obwohl es eigentlich gar nicht so einen Kampf gab. Die Schikanierer haben nämlich einfach widerstandslos aufgegeben. Sie fürchteten sich so sehr vor Team Star, dass sie einer nach dem anderen die Akademie verließen. Das soll ich glauben. So standen die Mitglieder von Team Star plötzlich als Bösewichte da. Aber egal, die Geschichte spielt keine Rolle. Ich schulde dir noch eine Belohnung. Okay, danke für the money. Und jetzt kommt wahrscheinlich noch die andere, wie hieß die? Die Penny. Oder auf Deutsch die Cosima. Da ist sie. Hallo, da bin ich. Ah, ja. Ah, nicht du. In der Luft. Leute, lasst ein Like da. Da wird sie nicht mehr geärgert. Von meinem... Ach ja! Genau. Eigentlich wollten sie Mobbing bekämpfen, doch dann wurden sie als sie besser abgestempelt. Echt grotesk. Die Ahnungslosigkeiten der Schüler und Lehrer sind so dermaßen frustrierend. Hätten sie es einfach mal gemerkt, dass ja Leute gemobbt wurden, dann wäre sofort klar gewesen, dass Team Star nicht die Bösen sind. Aber hey, hätte man eigentlich wissen müssen, dass solch eine Kampfansage an dieser lachhaften Akademie nach hinten losgehen würde. Zu denken, dass man durch die Gründung von Team Star etwas Gutes bewirken könnte. Big Boss ist echt der größte Idiot von allen. Meinst du? Bin mir da sicher, ganz sicher. Hier die Belohnung für dieses Mal. Okay. Denkst du, was ist der letzte? Du schaffst das, Michael. Ja. Da habe ich keinen Zweifel. Und ich habe auch keinen Zweifel, dass ihr den Like da lassen könnt. Yeah. Nächsten Folge sage ich euch jetzt schon, wie es ist. Machen wir beide Punkte. Ich weiß nicht, ob wir beide schaffen. Aber wir streben auf jeden Fall beide Punkte an, die noch fehlen. Mit welchem Fang wir an? Das werdet ihr dann sehen.